Was machst du denn hier? Ja, und du? Mein Bruder macht vor allem eins. Bei der Arbeit stören, im Weg rumstehen und dumme Sprüche klopfen. Es ist völliger Schwachsinn, abends zu renovieren. Falsch. Du hast doch nur Angst um dein Designerbüschen. Ich hab gedacht, wir gehen locker ein paar Bier trinken, dass du jetzt anfängst, mitten in der Nacht deine Tür zu renovieren. Das braucht dich überhaupt gar nicht zu interessieren. Denn zum Glück hast du ja eine Schwester, die nicht so ein Weicher ist. Pass auf, fang immer schön an zu streichen. Ich hol unten ein paar Bier. Ja, aber manchmal hat er richtig gute Ideen. Ja, dann, wenn du willst, kannst du ja schon mal loslegen und die Tür abkleben. Christian und ich sind nämlich noch mit der Decke beschäftigt. Naja, und dann kannst du natürlich noch dieses alte Hemd von mir anziehen. Dann versaufst du dir nicht deins. Klar. Ja, als Dank für meine selbstlose Hilfe übernimmst du natürlich für die nächsten 3 Monate den Putzdienst, hä? Solange ich nicht bei dir und Olli mit im Bett pennen muss? Das kann natürlich passieren. Ich meine, so kahl wie deine Hütte ist. Hast du überhaupt eine Matratze? Mach dir mal um mich keine Sorgen. Ich komme schon alleine klar. Was soll ich außerdem mit so einem Haufen Möbel, wenn ich eh nur auf der Durchreise bin? Sag mal, habt ihr hier Poltergeister? Nee, du, ich glaube, der Letzte ist abgehauen, als er gehört hat, dass du hier wieder einziehst. Warum kann nicht einmal was völlig problemfrei laufen? Morgen kommt der Fotograf von Düsseldorfer Lovers. Das No Limits kriegt 2 Seiten. Klar. Und Miri und ich geben dann das verliebte Liebespaar ab? Ganz bestimmt nicht. Ach du Scheiße. Oh, bist du mal wieder mit einem Gast zusammengerannt? Mit der Kühlschranktür beim Getränke einräumen. Jedenfalls kann ich so nicht vor die Kamera. Olli, bevor du jetzt auf die Idee kommst, dass ich mit deinem Freund... Nee, das kauft dir eh keiner ab. Aber ich habe gerade eine viel bessere Idee. Was, ich? Nee, ich bin für sowas überhaupt nicht geeignet. Und wenn ich ganz lieb bitte sage. Komm schon, sonst holt er wieder die ganze Nacht rum. Ja. Ja, warum nicht? Wird doch bestimmt witzig. Ja. Die Getränke kriegen wir umsonst, ne? Sowas von. Und? Zufrieden? Ja. Yep. Damit wird Helen dann auch leichter fallen, dich anzuhimmeln. Ach, so ein Quatsch. Wir sind nur befreundet, Nanny. Na ja. Andi Fritsche? Hey, Micha. Ach, gibt's dafür keinen Notdienst? Ja, okay, dann bin ich gleich bei dir. Tschö. Tut mir leid, aber aus unserem Shooting wird wohl nichts. Zumindest nicht mit mir. Wie jetzt? Ein Kumpel hat einen Wasserrohrbruch und ich muss ihm helfen. Andi, das kannst du doch nicht machen! Hey, du siehst super aus und es kann direkt losgehen. Andi ist noch gar nicht da. Sorry, da gab's eine klitzekleine Änderung. Da ist ja mein Turteltäubchen. Andi hat keine Zeit. Aber ich bin ja wohl ein ebenbürtiger Satz, oder? Klar, toll. Ich habe uns auch 2 super leckere Cocktails gemacht mit Kokosnusscreme und Ananassaft. Genauso sweet wie du. Ist das Shooting schon vorbei? Die fangen gerade erst an. Ich dachte, Helena hat mit Anne fotografiert. Ja, das ist doch so deine Schwester auch. Hm? Ja? So geht das nicht. Du wirkst total verspannt. Da nimmt uns kein Mensch ab, dass das No Limits der Platz für Verliebte ist. Ich versuch's ja. Hey. Hey. Seid ihr noch nicht fertig? Nicht wirklich. Helena guckt, das bricht sie gleich in Tränen aus. Oh, hab gar nicht gewusst, dass dein Christian so abturnt ist. Ja, du kannst gerne für ihn einspringen. Vielleicht läuft's mit dir ja besser. Kein Problem. Gut. Komm, ab auf die Ersatzbank. Ja, viel Spaß. Helena ist ein bisschen schüchtern. Abmarsch. Entschuldige bitte, dass ich dich so lange hab warten lassen. Hübsche. Ja, siehste, geht doch. Na,
Na, kannst du dich noch dran erinnern, als wir uns das erste Mal begegnet sind? Ja, mich hat's sofort umgehauen. I know I don't fit in that mold.